So, der arme Tobi hat so ein paar technische Schwierigkeiten gehabt in Q3, weswegen er nur von Position 10 stand und ihr das nicht sehen konntet. Und damit begrüßen wir recht herzlich zurück zu Let's Play. Ja, in Formel 1 2017 unserem wunderschönen Koop. Und da oben links möchte ich nachher stehen. Ja, moin. Ich muss erst auf den Desktop. Du musst auf den Desktop? Ich muss nur die Vorschau. Damit ich hier wieder keine FPS-Probleme habe. So. Wird alles rundlaufen. Oh, Setup ist drin. Rennstrategie habe ich auch schon eingegeben. Ist der Oberlappen. Q3 durfte nicht mehr fahren. Danke, Ronny. Weil, ja. Nicht, weil Tobi ein Schwein war. Nicht Internet weg. Steam war weg. Und dann habe ich versucht, wieder reinzukommen. Ging nicht. Internet ging. Router neu gestartet. Ging auch nicht. PC neu gestartet. Ging. So. Strategie. Trocknes Rennen. Also, ich starte auf Supersoft. Ich denke mal, ich mache das hier so. Runde 9, 21, 36. Gut, ich mache 10, 21. Das muss man mal schauen. Also, Strategieabteilung geht bei uns immer schnell mittlerweile. So, mehr Benzin auf jeden Fall mitnehmen. Wir verbrauchen eine ganze Menge. Ich nehme 200 Runden mehr mit. Das fette Drecksauto. Der Ricciardo müsste vor dir stehen. Ja, gut, da auch. Ja, genau. Red Bull rechts vorne, also wir können jetzt kommen. Go! Deine Ziele für dich, Tobi? Siebter. Alonso hinter die Alten, oder? Der wird nur keine Chance zu überholen mit seinem komischen Lappenmotor da. Also Tobi hat schon bei Ricciardo überholt. Ja komm, fahr vorbei. Nein, der fährt nicht mehr vorbei. Dann überhole ich das ganze Feld eben. Ja, das will ich sehen. Was macht er jetzt? Ey, ich denke an deine Reifen. Gehen wir schon hin. Also, die beiden Red Bulls müssen wir schlagen, Tobi, egal wie. Nein, hast du ja, ich muss mein Getriebe erstmal hier besiegen. Dein Getriebe und deine Bremse, oder? Nee, die Bremse nicht. Runter, ja, das ist im Rennen nicht so schlimm alles. Aber im Qualifying war es extrem bei dir. Ja, im Training auch besonders. Naja. Wie gesagt, ich habe ja vorhin mal angesprochen gehabt. Das heißt vorhin, gestern. Ja, Hermann Ticke, die versuchen ja, oder die planen ja eine Strecke in der Nähe von Rio. Also auch eine neue brasilianische Strecke. Wenn du davon schon was gehört hast? Nein. Hast du schon so Bilder, wie das ungefähr aussehen soll? Sah eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. 20 Kurven, glaube ich. Mal gucken, ob das irgendwann. Klar, weil wenn hier der Vertrag rausläuft oder so. Dann geht's zur Sache. Es sind noch andere brasilianische Strecken, ja. Aber die haben ja nicht so den Standard in Form von Formel 1. So! So, Handbremse anziehen. Hier geht's bergab. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß, gute Unterhaltung auf ein spannendes Rennen. Wünsche ich ebenfalls, ja. So. Oh. Let's go. Das geht schief in Kurve 1. Ich sehe das schon kommen. Das ist dann schon Philipp besser. Ja, ich hab die Arsch gerade erwischt hier außen. Beide Ricciardo überholt. Ja, ich hatte in Kurve 1 die Arschkarte, weil da war ich außen. Und dann für Kurve 2 innen, das war eigentlich auch nicht so. Philipp sticht darin, die Dive-Bomb. Nee, das ist ihn gleich haben. Boah, Bourgeois. Ich verliere halb das Auto, der liebe Bourgeois. Halb oder ganz? Halb.
Und dann will auch gar nicht runterschalten. Ich spende auf die Taste. Du spammst drauf? Komm, Rika, mach den Kopf zu. Hau ab. Piran hast du eh keine Chance. Der muss schon einen lässigen Renault-Motor da. Was macht der Massa mit mir? Alter! Die KI ist aggressiv drauf. Der 130er-Zoll unterwegs. Zum Glück habe ich gut reagiert, kein Frontflügel geschlagen. Oh, Massa hat Bock hier. Schlechte Startphase von mir, ganz schlechte Startphase. Das blanke Gegenteil von mir. Also irgendwann, ich geb dir schon so viel Platz und du rammst mich trotzdem noch, ey. Setup läuft super, ey. Mein Setup oder was? Ja, das Setup läuft richtig gut. 2,9 Feige. Jetzt muss ich mir etwas nehmen. Elfer Ballast. Ich glaube, ich muss mal eins raussuchen für Abu Dhabi. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Victor Massa. Okay, jetzt bist du am Massa vorbei. Dann fehlt dir noch der Hülkenberg und. Marco Jean hält mir die Bette in sich gerade. Ich mach Jagd auf den Verstappen. Hülk mit dem Jean. Moin. Verstappen könnte ich kriegen. Fahrer vor mir. Die Red Bull sind noch nicht so gut hier. Ja, den kriege ich. Bin schon in DRS. Jo! Eiskalt! Moving under braking. Von Verstappen? Ja! Was macht der? Ja! Charlie, weißt du, Kurve 1, er sagt ganz klar, er will Kampflinie fahren. Weißt du, wie ich das meine, ja? So, ja. Dann will ich daneben und dann macht er die, dann fährt er auf einmal rüber, wo ich schon halb da bin. Weil ich mit so dem Topspeed angekommen bin, jetzt habe ich natürlich wieder den Grosjean wieder im Nacken. Kurve 2 habe ich komplett abgekürzt, was... Hab ich mir gedacht, kann ja jetzt nicht sein. Weil genug Zeit habe ich sowieso jetzt dadurch verloren. Kann ich hoffen, dass ich die Lücke noch mal schließen kann. Weil ich wollte so schnell wie es geht an dem vorbei, ist logisch. Aber das Auto rutscht bei mir aber auch nicht mehr im Rennen. Sehr stabil, ja. Ja, sehr stabil. Gefühlt kein Untersteuern, nur Übersteuern. Durch doppelt runterschalten. Die Kurve ich im 5. nehmen, nicht im 4. Dann ist das Auto direkt nach vorne ausgebrochen. Nach links. Jeff kommt mit einer alternativen Strategie. Mal anschauen. Wahrscheinlich zweimal soft jetzt oder so. Oh, jetzt habe ich gesagt, ich will in Runde 5 rein auf super soft. Nö. Runde 9 wolltest du. Oh, komm, Kopf zu Jeff, Alter.
38 hinten rechts. 28 hinten rechts. Nee, ich komme nicht rein. Oh, dieser. Ist ja unglaublich, dieser Körper. Ich fahre da nur rüber und ich drehe mich direkt weg. Meinst du den bei der Rechtskurve? Kurve 1. Kurve 1, den linken. Innen natürlich. Ja, den darfst du gar nicht mitnehmen. Dann ist sie sofort weg. Unglaublich. Dann kommen von alle Leute mit ohne Traktionskontrolle rüber, ja gut. Mit aktuelle Traktionskontrolle oder so. Die Fahrhilfen brauchen. Bei mir kam das auch mit einer alternativen Strategie. Ja, an dem Plan werde ich weiter dranbleiben. Ja, zwei Stop. Und dann 9 rein. Benzin spare ich mir für den zweiten Stint. Wen überholst du da? Den Verstappen. Der ist wohl echt so langsam. Hat der Flügelschaden oder sowas? Nee, oder? Ich könnte mir fast vorstellen, ja! Aber der kann sich noch verteidigen. Also, ich will hier gar nichts riskieren. Jetzt aber, jetzt wird das safe gemacht. Fahrer vor mir. Willst du reingehen? 10 oder 11? 10. Ich habe auch erst überlegt, jetzt in Runde 8 zu gehen. Ich gehe in Runde 9. Die Verstappen ist sehr langsam. Aber die Sekunde konnte ich nicht rausfahren. Oh, jemand an der Box? War das schon in der Box? Sehr früh. Also mich wundert, dass der Verstappen nicht weggefahren ist. Ich glaube, das ist 8, das ist am Hülkenberg vorbei. Ich gehe jetzt rein. Jo, kannst du mal hinten rechts, der baut am meisten ab hier. Mit dem Setup, ja. 45 hat der bei mir. Jetzt hat er 47. Ganz klar 2 Stop. Ja, ich glaube, komm dran, ey.
Und bei 57 hin geht's rein. Ich glaube, ganz am Ende des Feldes kommst du nicht raus. Doch. Letzter. Du bist jetzt letzter, mit wie vielen Sekunden? 5, 4. Wie aggressiv bist du die Boxengasse gefahren? Normal, ich fahre hier nicht aggressiv rein. Das geht halt gar nichts. 2016 wurde man nur noch für mehr bestraft, eine Durchfahrtsstrafe. Das ist ja ein New Stop and Goes. Was ein echt eigentlich auch nicht ist. Wenn du echt zu schnell reinfährst im Rennen, kriegst du aber auch eine dritte Strafe, oder? Oder auch eine Stop-and-Go. Auch eine Stop-and-Go mittlerweile. Auch ein bisschen Grosjean! Ah, der Grosjean ist auch drin, sehr gut. Nee, schlecht für mich. Oder aufhalten. Ja, hat mich aufgehalten jetzt. Ja, und das hat mir der Platz gegen Ericsson gekostet. Und Ricciardo ist auch vorbei. Geil, Alter. Ja, wow. Ich hatte auch super soft auf der 17 vor mir. Ich glaube, der hat 13. Noch soft gegangen. Ich bin auf super soft gegangen. Oder da vorne ist der Red Bull. Da vorne ist der Red Bull. Ja, Verstappen kommt vor mir raus. Ja, das merkst du einfach, wenn du da irgendwo festhängst, das kostet dich so viel. Van Dorn hält auf. Wann wäre denn vorbei? Magnussen! Schöner Move. Damit bin ich an Magnussen und wieder Verstappen vorbei. Van Dorn ist abgebogen, er hätte ruhig noch länger fahren können. Der hat aufgehalten. Wo bist du aktuell? 11.
am Hülkenberg im Nacken, der ist auch super soft. Magnus ist hier vorne noch, der muss noch rein, der Science muss noch rein. So, Verstappen vorbei. An Magnus. Konnte ich aber ein bisschen Benzin sparen, das ist gar nicht so verkehrt gewesen. Boah, ich hoffe, dass der nächste Ableger stabilere FPS liefert. Durchgehend 60, das ist kein Problem bei mir. Der Renault-Motor hat er dieses Jahr auch schon relativ zugelegt an Topspeed. War 2017 noch schlimmer. Da sind die ja in den Windschatten reingefahren, wenn sie rausgefahren sind, da sind sie zurückgefallen. Das ist ja dieses Jahr nicht mehr wirklich so. Rennstrategie. Ja, toll. Wann? Rennstrategie. Du hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Sechs Runden, bis sich das Boxenstopp-Fenster öffnet. Und dann auf den Softs versuchen, gegen Verstappen durchzukommen. Das wäre lustig. Hier schaff ich die beiden Red Bulls und in Mexiko nicht. Obwohl für mich ganz klar... Mal sehen, hier schwerer ist. Tobi kämpft weiterhin gegen Grosjean. Nein, Hülkenberg. Hülkenberg. Grosjean, keine Ahnung, wo der ist. Fahrer vor mir. Das Gefühl, das Science macht nur einen Stop. Weil der fährt jetzt schon sehr lang mit den Softs. Ja, jetzt haben wir super Softs. Du, Verstappen ist auch im Heckgetriebe drin. Das reicht leider nicht. Muss ich jetzt noch meine Grosjean-Schelle machen. Tobi weiß, welche Schelle gemeint ist. Ja. Bye-bye. Macht noch ein Zehnter jetzt, der wollte noch Ricciardo überholt. Also Ricciardo fliegt durch das Feld. Was ist im Red Bull eigentlich, ja, was am Red Bull eigentlich soll. Wozu der in der Schande ist. Jo, Verstappen jetzt wieder hinter mir, Science ist abgebogen. Na, Kurve 2 bis so ein bisschen untersteuern. Ich den Schalter nicht treffe. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 8,8 Sekunden. Oh, Bottas ist nur 8 Sekunden weg, das ist ja gar nichts. Er müsste eigentlich vor Ricciardo müsste der Grosjean sein. Komm, alternative Strategie, mach deinen Kopf zu, Jeff. Das ist Runde 20, glaube ich. Ich weiß nur, was ich fahren muss, ey. 20, ne? Nee. Später. Also 24, 25 rein. So spät.
Aktuelle behalten. Ich habe das Gefühl, der Bot ist für 3 Stops. 3? Ja, vom Gefühl her, ey. Der müsste bei dir jetzt gleich sein. Doch, vor mir raus. Also easy. Auf welchen Reifen? Super Soft. Super Soft? Super Soft. Der muss noch mal rein. Der muss doch mal rein. Der muss auch noch mal rein. Ich auch. Denn die KI für Strategiefehler, ey. Alter, warum vor mir in der Omega Heist interessieren? Nicht mein Gegner. Ricciardo? Nee, Bottas. Ja. Ach so, sagt der Chef irgendwas durch, oder? Ja, auf super weiten Reifen, das ist eine Schnuppe. Ja, okay, natürlich könnte ich. In echt weiß ich ja nicht, wer vor mir ist. Wenn ich ihn nicht sehe. Oh, der ist jetzt schon weg hier. Bis. Ja, 16 Runden mit Supersoft, nee, wir haben einen Supersoft fahren. Du bist auf den Soft, ne? Auf den Soft, richtig. Ja, ich bin auf den Super Soft. Deswegen habe ich mich schon gewundert, warum so lange. Auf den Super Soft, genau. Der Verstand immer noch da? Natürlich, die ganze Zeit. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 20,5 Sekunden. Alter, fette 20 Sekunden weg. Du musst doch nicht wirklich auf Fett momentan gehen. Nö, ich auch nicht. Mach jetzt auch Spaß einfach mal. Cool. Ich gehe momentan auf Position 12 raus, mitten im Feld. Und ich da rauskommen? 17. Ein Arm juckt. Das fehlt bei der Minimap dann noch in 2018, die Positionen. Dass quasi in dem, im Farbfeld noch die Nummer steht. Yes, ja. Ja, auf welche Position die sich gerade befinden. Da wäre diese letzte Tafel, wo du rauskommst nach Boxstopp, ein bisschen hilfreicher. Als so, ja, ich komme auf Position 12 raus. Ja, wo ist denn jetzt der 12-Platzierte? Wer ist der 12-Platzierte? Ist das im Feld? Ist das nicht im Feld? Boah, ich sehe schon, dass es mit dem Erst wird, glaube ich, das Verteidigen erschweren. Weil die Dirty Air ja auch schwerer oder dich noch anfälliger macht, zu folgen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt leichter oder schwerer wird, zu überholen. Es könnte sogar einfach noch schwerer werden. Gerade in der Liga könnte es ein Thema werden. Mir auch vorstellen, ja. Ich bin meine persönliche Bestzeit gefahren, 12.8. 12.2 ist meine persönliche momentan. Endlich mal aus dem DRS-Fenster bei Nico Hülkenberg raus. Die haben schon schwer getan. Keine Strategie. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Das Boxenstopp-Fenster. Also, ja, das ist eine gute Strecke, aber diese Grip-Verhältnisse hier. Owen voll. Was mit diesen Autos? Okay, ich würde sagen, ich werde mich in die 5 Runden da rein, in 3-4 Runden reinbegeben.
Lücke wäre gut, die Lücke wäre gut. Komm, schalt hoch, Spiel, ganz ehrlich. Oh, Spiel hört zu laggen. Das war ein Lag-Festival, ey. Schlimm. Ja, also in der Box ist Ausfall, wenn du da so am Limit fahren musst. Ja, rechts knapp an der Wand vorbei, links noch näher dran, als man sollte. Okay. Zwei Leute drin, Ricciardo und Jean. Kein Verstappen. Gut, der eine verabschiedet sich auch in die Box. Boah, der Palmer muss natürlich noch das DS haben. Palmer auf der 7. Was? Alter! Oh, Manöver durchgezogen, das musste sein. Der hält mich nur auf. Ist der Verstappen vor dir? Bottas. Davon muss der Verstappen sein. Mal gespannt, ob der abbiegt. Er muss eigentlich abbiegen. Wer ist da gerade in der Box? Verstappen. Oh, es wird eng. Nee. Oder? Oh, es wird eng. Ja, ich bin schon vorbei. Na, wir treffen uns am Ausgang. Puh! Das ist knapp, ey. Ja, die 11.9, die ich gefahren bin gerade, das war wichtig. Das war sau wichtig. Mal schauen, was du noch schaffst. Verstappen war noch vor Bottas. Ich komme jetzt rein. Oder? Ja. Auf Superstoff gehst du, ne? Ja, sowas von, natürlich. Dann reifen dich. Spruch habe ich noch nie gehört. Jetzt sag mal, bei dir geben gleich die Reifen den Geist. Anders gesagt? Ja, versuche das auszunutzen. Du, mir hat den Geist aufgegeben. Jawohl, Zeta. Geil, vor Magnus noch auf dem Medium rausgekommen. Was wäre ein Feier, ist jetzt ab hier. Er ist auf der 9. Sainz auf dem Medium. Oh, der fährt auch durch. Den musst du überholen. Ja, super, auf den kriege ich. Den werde ich nächste Runde mehr schnappen. Und davor ist mein Freund Grosjean. Den werde ich auch noch kriegen. War er vor mir?
So ruhig war der Forsin ja lange nicht mehr. Fällt mir hier richtig gut, der Wagen. Seinst du dreckiger Hund, Alter? Das hört sich gut an. Guck mal wieder zu mir, verpiss dich. Boah, das sind sie Pit. Das wird auch knapp. Ich glaub, nee. Ich glaub, der bleibt vor mir. So. Wir haben eine schöne Runde mal jetzt fahren können. Lol, ich bin an Bottas vorbei. Komm, Verstappen, Verstappen! Kommt auch noch vom Alter! Bottas fällt auf 6 zurück! Hat aber die besten Reifen und das beste Auto, ey. Das wird nicht ohne werden. Muss man langsam wieder anfangen, Benzin zu sparen. Leute, ich zieh den Verstappen mit. F4 jetzt mal hingebrettert hier. Schön. Oh, Regen in 10 Minuten. Es wird nochmal nass, Tobi. Ohne mich. So, dann geh ich auch vorbei. Nächstes ist Ricciardo auf dem Soft. Ja, ob du den kriegst. Wie weit ist der weg? 3 Sekunden. Oh, mehr nicht? Wie sehen deine Reifen aus? Bald gleich. Jetzt am Limit. Oh nein, nein, jetzt habe ich den Bottas im Nacken. Den zu halten wird, glaube ich, unmöglich. Fahrer vor mir. Fahrer hinter mir. 3,5 Sekunden. Jetzt sind wir durch. Runde auf. Als allein im Mittelsektor. Eine Sekunde auf oder auf Ricciardo.
Ich habe irgendwie Bottas gehalten. Frag mich bitte nicht wie. Boah, das wäre so wichtig. Ich 4, Verstappen 6. Du kriegst den Ricciardo noch. Top-Ergebnis. Regen, das ist Rennen vorbei. Bitte? 15 Minuten soll der Regen kommen, das ist Rennen vorbei. Noch 1,5 Sekunden zu Ricciardo. Ja, 8 oder 7. Ich bin ganz still. Volle Konzentration. Ja. Ich hier auch, ich werde an Ricciardo rankommen. Dann soll er vorbeikommen. Der ist. Alter, komm ich ran! Alter! Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 32,7 Sekunden. Ricciardo habe ich. Gut! Versuchst du langsamer zu machen? Langsamer? Vergiss es! Vergiss es! Ich war am absoluten Limit hier! Ja, sag mir, dass du nicht rankommen lässt, aber egal. Das bringt ja nichts gegen die. Da habe ich mein Lenkrad schon fast wieder
komplett hier ausrüsten lassen. Ich bin selber einen dritten, anstatt einen fünften. Ich glaube, es hackt. Also ich glaube, in 2018 bist du dann nicht nur noch am Kraftstoff gemischt, was am Umstellen, sondern auch mittlerweile dann am Erst. Ich glaube, ich brauche ein neues Lenkrad mit mehr Knöpfen. Mann, Lenkrad, jetzt mach keinen Scheiß hier. Kennt da jemand ein gutes, was mehr Knöpfe hat? Gerade auf der linken Seite. Am besten so zwei Steuerfelder. Weiß ich nicht. Weil das habe ich das Gefühl bei denen, damit du wenigstens eins mit Hotkeys machen kannst. Dass man dann Overtake irgendwo machen kann. Schaltet nicht runter, schaltet nicht hoch. Blöde, ey. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Helmut Räikkönen, Vettel, bitte einen Motorschaden, danke. Alles klar. Der fliegende Finne. Rieke gewinnt ein Rennen, ist halt unrealistisch. Ja, Hamilton ist dann auf der 2. Vettel 3. Vettel müsste dadurch Weltmeister sein. Ja. Oh, ich sollte auch noch mal für die lange gerade auch noch mal ein bisschen Benzin haben. Wäre vom Vorteil. Alter, P4! Bottas geschlagen! Und Verstappen und Dänemark, ja, du alle geschlagen! Geil! Geiles Ergebnis! Geil! Jawoll! Bestes Brasilien-Rennen in 2017 war das! Das war das Beste! Oh, und auf den siebten gerettet hier. Mein bestes Brasilien-Rennen! Meiner Meinung nach, oh, ist das geil! P4! Bottas mit 3 Stops. Der hat's verkackt. Von 3 Stop fahren, Alter. Ja, vor allem bei 50%, ey. Ist mir egal. Ein Mercedes geschlagen. Woo! Ein Kundenteam vor Mercedes. Geil. Ja, ich glaube, es war ein Vorteil, auf 11 zu starten. Das bereue ich auch nicht. Weil du hattest schon Probleme im ersten Stint. Geiles Rennen, geiles Ding! Schnellste Rennrunde krieg, gönn ich dir, ja. Oh ja, 44 Sekunden dahinter, ey, heftig. Ja. Letztes Stint, hab ich nochmal richtig ausgerastet. Lenker der Bottas, nicht. Ey, der Bottas, der hat Druck gemacht, der leckt mich am Arsch. Boah, ich musste immer am Ende fett, die ersten zwei Geraden und dann mager. Also Mitte da war nur mager. Eine Sekunde, ey, gewinnt der Hamilton, Rücken vor Hamilton. Ja, du Vierter, ich Siebter. Beide werden Punkte. 18 Punkte zu 12 Punkte, also 6 aufgeholt. Perfekt, und dann führen wir mit einem Punkt, oder?
Erstmal die Fahrer-WM. Drei Punkten für nur. Fahrer-WM, ich bin safe 5. und du bist safe 8. Und mit 3 Punkten. Oh, das müssen wir retten, Dobi. Das müssen wir retten. Ich brauche ein gutes Abu Dhabi-Setup, weil hier habe ich das Setup weitergebracht. Ey, der Wagen war so schön ruhig. Ja, und auch in dem Wettkampf der Linienrenner war der, da war der richtig gut zu fahren, der Force India. Aber gut. Rad 1 zu 2,98. Richtige Ohrfeige für Red Bull, ey. Ja, und Vettel müsste durch sein. Vettel ist auch durch gegen Hamilton. Ist er durch? Ja. Ja, 33 Punkte. Tobi, du schaffst leider nicht mehr, den Verstappen zu kriegen, außer du schaffst das Unmögliche, du gewinnst. Ja, Leute. Verstappen holt keinen Punkt. Also der zweite Ritter sollte uns ja mega liegen, denn... Und auch der erste, dann war auch richtig schnell. Er sollte uns allgemein Abo Dhabi liegen. Aber das kommt dann nächste Woche. Freut euch drauf. Macht's gut, haut rein. Tschüss. Macht's gut, ciao. Geiles Ding.